unser Verhältnis. Von mir zu dir, das ist gar kein Problem. Auch nicht, dass ich 3 Jahre älter bin als du. Oder 5. Umgekehrt ist es eben. Von dir zu mir. Als ich deinen Ehrgeiz sah, ich will das ja gar nicht kritisieren. Ich kann das ja auch gar nicht. Aber da war mir schon klar. Dein Examen wirst du machen, mit Auszeichnung, Ingenieur wirst du werden, aufsteigen wirst du sonst wohin, junger, aufstrebender Genosse. Ist auch gar nicht dagegen zu sagen. Zuerst war ich stolz. Ah, du, dann hat mich das angekotzt, weil es dir nur darauf ankam. Und ich bin froh, dass ich dir das hier sage, du. In Polen, das sage ich dir jetzt hier. To die w Polsce. Hochstehen wirst du eines Tages. Und ich werde immer und immer und ey und 3 Tage lang. Arbeiterin bleiben. Und ich frage mich, ob du dich nicht eines Tages, wenn bei irgendeiner Konferenz oder Feier, wo ausnahmsweise auch mal die Frauen dabei sein dürfen, ob du dich da nicht meiner schämen würdest. Und ich bin froh, dass ich endlich Vater dafür habe. So sieht's aus, mein Lieber. In deinen Augen habe ich schon die Angst gesehen, ich könnte unter dir zurückbleiben. Kann ich was sagen? Komm her, du. Weißt du was? Ich werde zurückbleiben. Tief, tief werde ich zurückbleiben. Und ich werde von den technischen Problemen, mit denen du dich herumschlagen wirst, die werde ich allenfalls durchschauen. Ja, ich begreife. Und wenn ihr, die Ingenieure, die ich hochachte, zusammensitzt und redet, wird deine Frau schweigsam daneben sitzen und tollt und dämlich lächeln. Und wenn sie sich nicht zusammenreißt, wird sie sich zu irgendeiner dummen Bemerkung hinreißen lassen, über die ihr dann hinweggeht in eurem Hochmut. Höflich, wie ihr seid, höflich. Und du wirst dich zu Tode schämen, du. Wie ein Hund wirst du dich schämen, wirst mich in die Küche schicken, Kaffee kochen. Und wenn ich dann raus bin, wirst du sagen, sie kocht einen fantastischen Kaffee und du wirst gar nicht wissen, was du mir damit antust. Und ich gehe in die Küche, Kaffee kochen. Ach, ich könnte schon mit dir glücklich sein. Aber ob du mit mir, Mensch, so akkurat wie du bist, wenn du mal ein paar alte Akten verbrennen müsstest oder sowas, du tätst die glatt in alphabetischer Reihenfolge in den Ofen rammeln. Ja, ich fresse wie ein Schwein. Du ernährst dich sinnvoll. Weißt du, warum ich esse? Weil es mir schmeckt. Weißt du, worüber ich froh bin, du? Dass die Gleichberechtigung uns nicht vom Kinderkriegen dispensiert. Die Gleichberechtigung, hat mal ein Referent im Parteilehrjahr gesagt, müsse bei fortwährender Reproduktion des Menschengeschlechts auch noch im Sozialismus von den Frauen Halt machen, der Spaßvogel da. Alle haben gelacht. Ich habe zu Hause geweint. Ich möchte ein Kind. Ich will ein Kind haben. Und ob das nun gescheit ist oder nicht so gescheit, ich werde das lieben mit einer Kraft, von der du dir nicht träumen lässt.